Heute zeige ich euch vier Pastasorten, die ihr im Handumdrehen nachmachen könnt. Los geht's! Ich zeige euch heute einen Semolina-Teig. Das heißt, wir brauchen nur 100 Gramm Semolina und 50 Gramm Wasser. Das war's. Der Semola-Teig hat immer 50% Hydration. Das heißt, auf 100 Gramm Semola benötigen wir nur 50 Gramm Wasser. Wer möchte, kann auch etwas Salz dazu geben, ist aber kein Muss. Wir fangen langsam an zu rühren und holen uns am Rand immer mehr Semola. Sobald wir so eine Masse haben, dann helfen wir uns mit einem Schaber. Wenn die Semola sich das ganze Wasser genommen hat, machen wir mit den Händen weiter. Wir reißen den Teig etwa so auf und falten ihn wieder zusammen. Machen das für ca. 5 Minuten, bis unser Teig so schön weich und glatt ist. Dann kommt das alles in eine Frischhaltefolie und lassen den ca. eine halbe Stunde lang ruhen. Nach 30 Minuten fangen wir direkt mit der ersten Pastasorte an und das sind die Gnocchi Sardi. Dafür braucht man ein Gnocchi-Brett und man schiebt die Teigstücke einfach so übers Brett mit dem Daumen. Und so sehen die aus. Pastasorte Nummer 2. I Fusilli. Dafür braucht man so ein Holzstäbchen, dann macht man eine kleine Schlange, dann packt man den Anfang hier an und man rollt das einfach so aus. Pasta Nummer 3. Le Trofie. Man hält sich immer so ein Stückchen Teig in der Hand, dann reißt man sich immer so ein Stückchen ab, dann zieht man mit dem kleinen Finger nach oben und dann zieht man schräg zurück. Pasta Nummer 4. Le Orecchiette. Man schneidet ein Stückchen vom Teig ab und man fährt mit einem Messer einfach so rüber. Den Anfang hält man fest und man reißt durch. Dann geht man hin mit einem Daumen, klappt man das Ganze um und das sind Lorecchiette. Das waren meine vier Pastasorten. Lasst ein Like da, um zu wissen, was für Pastasorten man auch mit Eierteig machen kann. Das ist aber lecker!